Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Heute wieder eine Runde online. Na, schauen wir doch erstmal. Was läuft alles hier mit der Aufnahme? Was ist heute zu tun? Oh, da müssen wir weiter reiten. Oh, Pferd fotografieren. Das kriege ich jeden Wegsieger heute. Na, schauen wir mal. Lager verteidigen. Okay, Lagerstile geändert. Machen wir auch sofort. Erstmal das Gold abrippen. Lager essen kann ich immer. Versorgungsmission Ware an einen örtlichen Käufer. Ja, das wird mir zu lange dauern. Münzen finden, Sammlerstücke verschnacken. Aha. Distanz mit dem Wagen ist schwierig und Einrichtung geändert. Schaffen wir auch. Tiere wecken, was wir im Wildnislager machen. Zähigkeitstoniker. Okay. Dann erstmal Lagerstil ändern. Sich nur um Stunden. Stil. Nehmen wir da. Kopfgeldjäger haben wir jetzt, Sammler. War nehmen wir mal Händler, ne? Spielt am Ende ja keine Rolle. Let me know if there's anything else you need. So, das ging fix, hoffe ich. Also, erste Dingens im Sack. Hat der hier was zu tun? Ja. Ja, sicher. Den Hund streicheln, Mensch. Die wichtigste Aufgabe des Tages. Ah, er ist der Beste. Post abholen. Das Pferd fotografieren. Auch erledigt. Jetzt meckert das Ding wieder, dass ich immer was löschen soll. Also, da geht mir die Ladezeit ja richtig auf den Sender, ne? So, jetzt habe ich wieder den falschen Knopf gedrückt. Ich drehe durch. Ich habe vergessen, die Kamera wegzupacken. Genau. Wenn man nämlich aufs Pferd aufsteigen will, dann landet man hier. So, Kamera wegpacken. Und da seht ihr wieder, ungeschnitten. So, Ziege finden. Hier bei der Hütte von den Watsons oder wie die heißen. Wo ist denn die Hütte? Die ist doch hier irgendwo. Da ist, glaube ich, manchmal eine Ziege, ne? Zum Ausbuddeln. Hier ist manchmal eine Ziege hier. Oh, den habe ich auch erwischt. Da ist sie. Ja gut, das ist... Macht man ja nicht so, weiß ich. Aber... Ist halt eine Aufgabe, ne? Und was tut man nicht alle fürs Gold? Hier ist sonst nichts mehr. So, den wir hier umgetitscht haben, laden wir mal ihm auf. Heute sowieso nicht die neuen Rollenherausforderungen schaffen. Denn es ist schon mächtig spät. Da ich morgen arbeiten darf, kann ich das hier nicht so lang ziehen. Aber ein bisschen Gold, ne? We're well stocked for the time being. Okay, then, no comment. Mit der Betäubungsmunition laden.
immer irgendwas Kleines, ne? So eine Hase oder so, das lässt sich am schnellsten betäuben. Ja gut, ein Streifenhörnchen lässt sich gar nicht betäuben. Ist direkt hinüber. Aber heute war doch nichts mit legendären Tieren, oder bitte dich. Vergiss sowas. Ihre Wildnisse lagert sich ganz so. Nö, dann sparen wir uns den auch. Gibt ja nur Stress. Ja, komm. Nehmen wir doch das hier. Schon mal fertig. Lager verteidigen war angesagt, ne? Oh, mal. Oh Mann, Lager verteidigen hier. Ja, ich hab's drauf. Für Munition, dann nehmen wir doch mal Splittermunition, die ist glaube ich A besser und B. Na gut, man muss trotzdem treffen. Muss ich ja nachher was in einem Wildnislager machen. Dann machen wir einfach die Munition. Ich bin langsam. Es ist echt spät. Ich will aber auch keine Medizin nehmen oder so oder Arznei. Denn ich muss ja nachher noch das Zähigkeitstonikum nehmen und da habe ich nichts von. Setzen wir mal eben zurück. Mehr Gold kann man ja nicht verdienen hier. Ja, ich könnte jetzt alle hier looten. Ach so, sollte ich vielleicht auch, ne? Wenn die Wildblumen haben oder so, dann ist man schon direkt dabei. Ja, ich hoffe, ich finde morgen nach der Arbeit noch ein bisschen mehr Zeit. Wobei ich morgen neue Sessel abhole hier für mein Zimmer. Damit ich hier entspannt sitzen kann. Also so Clubsesselmäßig, ne? So tiefenentspannt. Nicht so ein Gamingstuhl oder so, sondern entspannten Sessel. Gut, da war jetzt nichts zu holen. Wenn wir auf die große Karte gucken. Ah, ich habe noch ein Sammlerstück über, super. Aber wenn wir dann wissen, wo Madame Nazar ist, dann kann ich da nämlich schon mal die Klamotten verschnacken. Aber jetzt geht's erstmal in die kalte Ecke.
So, Sachen herstellen. Da sind 7 Dinge schnell erledigt. Schnellreise hier, was ist denn? Was ist denn los heute hier? Kalte Ecke, da ist sie. Wollen ja zügig ein paar Aufgaben erledigen, ne? Oder zügig Geld verdienen. Checken, ob hier irgendwas ist und schon mal hier ist. Aber das sieht wohl nicht so aus. Oh, er friert schon. Erste Hälfte fertig. Da klimpert's. Strawberry. Mal kurz gucken, wie lange läuft es jetzt schon. Es sind schon wieder 12 Minuten, das ist irre. Aber die Runde online heute, die wollte ich euch ja auch nicht. Ich hätte beinahe gesagt, ersparen. Vorenthalten ist das Wort, was ich gesucht habe. Alles gibt's, was mache ich denn hier heute? Oh, damn it! Ja, ja, bleibt locker. Ah. Nicht die Bürste, würde ich sagen, oder? Oh, Ziegenhaar, Halleluja. Jetzt düsen wir mal eben. Ichotto oder. Oh. No damage done. Ja, das gibt Ärger hier. Müsst ihr mal in der Story machen, da sind die alle sofort richtig sauer. So, eben schnell zur Schwarzbrennerei. Naja, für einen Dollar. Hier auch irgendwie was wegbringen oder so. Aha, Distanz. Ja, das wird ja nichts. Da muss ja mindestens 2 Ladungen fahren. Aber Einrichtung ändern. Das kriege ich hin. You ready for another job? Eigentlich nur hier, um die Einrichtung zu ändern. All right, let's get to business. Ich wechsle eigentlich immer nur von kultiviert zu einfach und wieder zurück. Das einfache Dekor mag ich ehrlich gesagt auch. Das ist so bodenständig. So, jetzt schauen wir noch mal. Wo ist die Madame? Oh, das ist gut. Das ist nicht ganz so weit weg. Nix wie hin. Eben 3 Sachen verschnacken.
Weiter geht's. Ich wollte hier noch was. Noch was wieder aufwecken hier. Oh, erledigt. So, mit ein bisschen Glück hat der Junior am Wochenende wieder Zeit. Da wollte der aber mit mir, wie heißt das, Hans Showdown spielen? Habe ich noch nie gespielt. Müsste ich mir dann erstmal angucken. Das ist überhaupt was für mich ist. Das ist ja ein Traum. Did you try a little? I won't tell. Na, ist ja direkt erledigt hier. 1,5 Knüller. Was kann man noch verschnacken? Let me see. Auch nicht schlecht. A full set of swords, I see. Not so easy to come by. So, ich dachte, ich hätte da jetzt auch. Na, egal. Dann gucken wir mal, ob wir sonst noch was haben. What have you found? But it's worth selling these as a set, you know. Ja, dann müssen wir mal eine separate Shopping-Tour machen, oder? Mal 100.000 Dollar verbraten hier. But the whole set is worth your while. Quite mundane, but I will take it. Very well. Schnell weg damit. For the whole set, you know. Ja, komm, reicht auch. Jetzt kaufen wir noch eben die Karte nach. Good luck then. I am sure this will be a most productive partnership. Oh, you held on to that one, huh? Sodale. Haben wir schon ein bisschen was geschafft, ne? 4 Stück. So, das Sehigkeitssonikum. Ja, bleib ruhig, Pferdchen. Wie gesagt, das wird nichts. Sammler. Händler. Ah ja, futtern. Und noch eine Versorgungsmission. Sieht jetzt nicht so schwierig aus, ne? Ja, nicht mal Speziallager eintöpfen, sondern muss einfach nur futtern hier. Essen das gar nicht. Was ist denn für ein Geballer? Was er für ein Rumgeballer war. Wieder irgendwo eingreifen muss. Ah, die sind von Wölfen angegriffen worden. Die lassen die einfach so liegen.
Wie lange hält eigentlich so ein Zähigkeitstonikum? Was hat einer? Ah, da brüllt der Wahnsinnsbär. Aber wie gesagt, habe ich jetzt, also da habe ich echt keine Zeit für. Ist nur ein Sterne, die haben die richtig zerballert. Ne? Ah, ein bisschen hier zu Fuß laufen. Stocked for the time being. Okay, this will have to do. Yeah, anything's better than nothing. So. Irgendwie versucht es doch noch zu schaffen. 5, 4 Stück. Naturkundler könnte klappen. Ne? Sind dann 4. Sind es noch 3. Sich hier die Sammlernummer abziehen. Das dauert ewig. Und wir haben jetzt schon wieder fast 25 Minuten. Ja, das wird nichts. Das tut mir leid. Dann werden wir heute nicht die neuen Rollenherausforderungen durchziehen, sondern wir belassen es dabei. Wir haben ein bisschen was geschafft, ne? Wir haben fast 25 Minuten gespielt. Jetzt könnte ich nochmal in die kalte Ecke reisen und hoffe, dass das Zähigkeitstonikum schon abgebaut ist. Ich weiß nämlich gar nicht, wie lange hält das? Das weiß bestimmt irgendeiner, ich weiß es nicht. Wir machen es mal. Massenhaft Energie verloren haben und oder einmal platt gegangen sein, weiß halt einer. Wie lange hält die Wirkung an? Ich könnte es neu laden, aber... Bringt das was, wenn ich durchs kalte Wasser laufe? Bei minus 14 Grad. Ist die Wirkung weg, wenn ich sterbe? Wann friert der Kerl? Ich kann schon nicht mehr richtig pfeifen. Ich glaube, das hält einfach nur an, dann ist das so. Ist da was? Dann machen wir Schluss.
genau auf den Kern. Passiert nichts. Dann machen wir das Schluss für heute. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und schreibt doch mal ein bisschen Feedback in die Kommentare. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son. Play for fun.